Hallo und herzlich willkommen zurück zu Risen 3 Titan Lords. Ja, da sind wir immer noch im Sumpf. Und wir sumpfen hier gerade so ein bisschen rum, nicht? Also, haben wir ja schon mal gemacht. Nee, keine Ahnung. Wir wollten uns gerade mal das Logbuch anschauen. Der Reaktor. Markiert uns jetzt, dass wir wieder... Ja, was markiert er denn? Der markiert, dass wir wieder zurück sollen. Genau, wir haben nämlich alle drei markiert, aktiviert. Den und den hier oben. Was? Nein, ich möchte gerne zu diesem Ort reisen. Und dann gehen wir mal in die Zitadelle zurück. Oder ich nenne es einfach mal Zitadelle, Bücherei, Mönchshausen, was auch immer. So, wir machen es auf den Weg, denn wir haben einiges vor. Ach ja, eiligen Schrittes geschwind. Wie der Wind, natürlich. Heieiei. Du hast doch bestimmt schon einige Kristalle gesammelt, hm? Ich habe mir ein paar organisiert. Das ist sehr gut. Mir hat man nämlich alles weggenommen, weil irgendjemand die Magier bestohlen hat. Du kannst mir doch sicher mit ein paar Kristallen aushelfen, hm? Hier hast du ein paar Kristalle. Ich wusste, dass wir uns verstehen. Okay, immerhin plus zwei Seele. Das haben wir jetzt einfach aus reiner Herzensgüte getan. Wegen der Monolithen. So, wir haben jetzt alle gemacht. Das heißt, das müsste jetzt funktionieren. Ich habe alle Steine in die Monolithen eingesetzt. Den Erbauern sei Dank. Das hast du gut gemacht, Junge. Hier. Nimm dies als Belohnung für deine Heldentaten. Du kannst es sicher gut gebrauchen. Ich würde ganz gerne noch mal eben kurz gucken, was wir denn jetzt hier noch so haben an Waffen und legendären Gegenständen. Ob davon irgendwo was hier bei uns ist. Kalador, Takarigua, Kalador, Kila, Antigua, Taranis. Wir sind doch auf Taranis, oder? Ja, aber da wussten wir jetzt nicht. Ach, der vergoldene Kugel, okay. Takarigua, Taranis. Kila. Kalador, okay. Dann gucken wir mal bei den Waffen. Ich habe den Griff von Maras Ruf in meinem Besitz. Wenn ich die Klinge finde, kann ich es vielleicht reparieren. Auf der Karte markieren. Soll tatsächlich hier sein. Dann würde ich sagen, gehen wir da mal hin. Einfach noch mal eben schnell. Kann er jetzt nicht so schwer versteckt sein eigentlich. Ein bisschen Proviant zwischendurch futtern, nicht, dass wir hier irgendwie einen Engpass kriegen. Schwer ja nicht auszuhalten, ne, wenn dem so wäre. Achtung, jetzt komme ich. Bei uns? So, wo ist die zweite Echse hin? Wüsste ich gerade ganz gerne mal. Mütze.
So, ich habe gerade beschlossen, wir wollen jetzt hier ein bisschen im Wasser weiter rennen. Und einfach mal den Wasserfall runterspringen. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee... Alter, habe ich mich erschreckt. Ich komme aber auch immer aus irgendwelchen dunklen Löchern hier angesprungen, immer. Ist ja gemeinst gefährlich. Okay, das war verdammt eng. Eventuell sollte ich jetzt gleich mal in Erwägung ziehen. Mir mal ein bisschen was lecker Heilekraut reinzuziehen. Und ich habe irgendwie gerade ein bisschen die Befürchtung, dass wir... Okay, Fingerblatt. Dass wir jetzt halt hier genau nochmal zum Schiff müssen. Was mich natürlich jetzt nicht ganz so am Überzeugen ist. Okay, müssen wir dann scheinbar durch. Da ist Klingemaras Ruf. Sehr schön. Haben wir es also geschafft. Und da kommt der Minecraft-Würfel gerade angewabbelt. Das ist auch sehr schön. So, wir haben jetzt die Klingemaras Ruf. Das heißt, wir gehen mal in die Stadt zurück, nachdem wir es jetzt gefunden haben. Und gehen mal zur Schmiede. Ich weiß, ich laufe gerade ein bisschen unkontrolliert durch die Gegend. Das liegt an folgenden Problematiken, nämlich, dass man der Regie wieder alles anreichen muss, weil sie sich selber nicht die Mühe macht, sie vielleicht einfach mal... Nicht sterben machen! Trogelbecher. So. Ich hoffe, wir haben uns verstanden. Ich wollte mal. Hoch, tief, out. Boah, ich muss aufhören mit dem Scheiß. Ich sterbe hier noch gleich. Ich habe nur noch 164 Proviant. Wo soll das enden? Bei den Enten wahrscheinlich. Danke bei uns. Schmiede. Schmiede ist da, wo Bling Bling macht wahrscheinlich. Also da hinten. Was muss ich übers Schmieden wissen? Im Feuer machst du den rohen Stahl heiß. Deshalb muss die Flamme heiß brennen. Richtig heiß. Verstehst du? Alles klar. Dann schlägst du den Stahl in die richtige Form und härtest ihn ab. Direkt rein ins Wasser. Habe ich kapiert. Ist ja sehr kompliziert auch, ne? Muss man ja sagen. Und warum haben die sich überhaupt unterhalten? Ich würde ganz gerne Maras Ruf neu schmieden. Du kannst Fernkampf steigern. Einmal Maras Ruf erhalten. Na, dann schauen wir doch mal, was das Ding kann. Rechte Hand. Maras Ruf hat 30 bis 60. Dieses Schwert ist nur aus Legenden bekannt. Ja, schön. Macht jetzt aber nicht so viel Damage, wie ich gerne hätte. Aber vielleicht ist das Ding einfach schneller. Ich benutze es einfach mal. Steck das Ding weg. Ja, ich steck mein Ding weg. Ja, ich steck mein Ding weg. Mein Gott, was ihr alles immer für Problemchen habt. Talismane herstellen will ich leider gar nicht. Lass uns handeln. Vielleicht hat der ja unter Umständen diese Zange da, die wir haben wollen. Wie ist das Ding? Greifzange oder sowas, glaube ich, ne? Vielleicht ja er hier. Zeig mir deine Ware. Altes Wissen hat er zweimal. Ist ja eigentlich ganz schick, ja? Gesehen davon, dass er ziemlich blöde aussieht. Okay, altes Wissen ist natürlich teuer. Vielleicht sollte ich die alten Wissentafeln erstmal verbrauchen, die ich so habe. Wie stehst du zu den Magiern?
Offiziell sind Sie natürlich die mit dem großen Plan. Hui, hui, hui. Bauen da so ein Ding, das angeblich die Menschheit vor den Titanen retten wird. Aber mir ist nur wichtig, dass ich bezahlt werde. Wer das macht und wofür ich meinen Arsch hinhalte, ist mir egal. Das ist ja toll. Welche Aufgabe hast du unter den Wächtern? Ich bin für die Wartung und Instandsetzung der Schusswaffen zuständig. Haben zwar nicht wirklich viele, aber ich bin der Einzige, der was davon versteht. Darum muss ich auch nicht in den Minen ackern oder wie dieser Vetranio das Waschweib spielen. Irgendwelche Ratschläge, die du mir mit auf den Weg geben kannst? Nur einen. Bleib immer im Training. Nimm mich zum Beispiel. Jeden Morgen trainiere ich am Wurfstand meine Zielsicherheit. Die meisten hier halten das für Zeitverschwendung, aber ich sage dir, das zahlt sich aus. Was stimmt nicht mit Vetranio? Ach, das ist einfach ein Versager wie fast jeder Neue. Dachte wohl, dass wenn er ein paar Funken zaubern kann, er der dickste Hecht im Lager wird. Aber so läuft's nicht im Leben. Wer nix kann, ist auch nix wert. Jeder fängt mal klein an. Du vielleicht, ich nicht. Ich bin schon immer handwerklich begabt gewesen. Ich folge einfach meiner Berufung. Pass auf! Wenn du was über Schusswaffen lernen willst, bist du bei mir goldrichtig. Ich kann die Dinger so schnell zerlegen und zusammensetzen, da schlackerst du mit den Ohren. Bring mir was. Dann nutzen wir das doch direkt mal, oder? Gut, was willst du wissen? Büchsenmacher. Du kannst in einer Werkbank Pistolen Flinten aufrüsten und reparieren. Wäre ja eigentlich fast eine Option, aber wir benutzen es halt so gut wie gar nicht. Schrotflinte, kritische Treffer. Okay, vielleicht sollten wir es doch mehr machen. Boah, ich weiß es gerade noch nicht. Wir haben halt nicht so viel Gold. Und 2000 ist halt schon echt eine Hausnummer, wa? Ich meine, was haben wir denn im Moment so insgesamt? 6000 knapp. Wir haben die Armbrust. Die Armbrust macht 60 Schaden, sonst haben wir keine weitere Waffe. Das ist das Problem. Wir haben nur zwei Bolzen. Das heißt, wir müssen vielleicht mal irgendwo gucken, dass wir Bolzen... Hat der vielleicht Bolzen? Zeig mir deine Ware. Na, guck mal, der hat Bolzen. 100 Stück. Gekauft. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr. Jetzt können wir die auch mal des Öfteren mal benutzen. Der ist hier gerade schön am Rumsmieden. Bring mir etwas bei. Talismane. Magische Ringe, das lohnt sich einfach nicht. Wir werden niemals 2000 damit erwirtschaften. Und wahrscheinlich auch niemals sowas Gutes herstellen, dass sich das wirklich lohnt zu investieren. Nö, eigentlich nicht. Du hast doofe Ohren und außerdem riechst du unter den Armen wie meine Oma. Aber ansonsten ist alles okay. Gut. Dann sollten wir mal weiter quatschen. Mit dem Onkel hier oben, denn der wollte uns ja jetzt, glaube ich, dann jetzt weiter mit den, Wo ist denn... Mit dem Monolithen-Ding da schleusen. Also, würde ich sagen, wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder von Risen 3 Titan Lords und dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht mit diesem großen Zentrifugalreaktor-Kernspaltungsgedönse. Also, reingehauen, Däumchen nach oben da lassen und bis denn. Tschüss!